Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Es geht weiter, werte Freunde. Ja, das letzte Mal haben wir ordentlich Würmer gekillt und Tausendfüßler und was weiß der Geier nicht alles. Okay, sie haben mich auch ein bisschen gedisst. Ich erinnere mich noch zu gut daran, aber das liegt jetzt hinter uns und vor uns ist brennend heiße Lava, die dank unseres Ringes ja jetzt nicht mehr so dramatisch ist, sage ich mal. Dennoch ein bisschen weh tut's noch. Deswegen werde ich es natürlich versuchen, nicht unbedingt jetzt absichtlich herein zu bashen und so weiter. Wir können ja auch da ein bisschen außen rumlaufen und gucken uns mal um. So, ich kann mich kaum echt noch erinnern hier an diese Abschnitte. Also wie gesagt, das war damals doch relativ geselliger Hund und so. Da war ich etwas unaufmerksam. War vielleicht auch ganz gut, weil mich das Gebiet ansonsten vielleicht noch genervt hätte. Sagen wir es mal so. So, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Ja, dieses grelle Licht hier, das ist echt abartig. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Also, was wir anscheinend übersehen haben, ist, Alistair wollte ich gerade sagen. Oh, Quatsch, so hieß er doch gar nicht, oder? Dieser Sonnentypi, der eigentlich hier an dem Leuchtfeuer ist, wenn man, ja, seine Questreihe befolgt hätte. Leider ist er nicht da. Überrascht mich ein bisschen. Folglich kann ich seine Sidequest jetzt auch, seine Questreihe nicht weitermachen. Das wäre eigentlich, ganz nett gewesen, aber jetzt auch nicht so von Belang. Der einzige Vorteil ist, wenn man die Questreihe befolgt, ist, dass er auch beim allerletzten Endgegner dann mit dabei ist. Aber den schaffen wir auch so, ne? Was mich jetzt mehr etwas erschreckt, ist, dass da hinten sich etwas bewegt, wenn ihr das richtig seht. Was verdammt Großes bewegt sich da. Okay, das sieht beunruhigend aus. Das sieht verdammt groß. Das sieht aus wie so ein Dinosaurier, nur in Knochenform. Ich glaube, ich werde da mal wieder... Ah, ich habe ihn eh schon ausgerüstet. Okay. Da habe ich doch lieber die stärkere Variante. Wir sind im verlorenen Izalith. Okay, wir werden mal wechseln zu der normalen Seelenmasse, genau. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie die jetzt so genau drauf sind, diese Riesendinger. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass das einzigartige Gegner sind. Also die kommen nicht wieder. Ich hoffe es doch zumindest mal. Ach, da ist ja... Das sind ja ganz viele. Nice. Nice, nice, nice. Ja, ich wechsle gleich mal zum Stab, weil wenn, dann werde ich die Garantie mit Magie machen wollen. Ich weiß nicht, wann die mich sehen. Darf ich hier ein bisschen frei rumlaufen? Bringt mir das überhaupt was, wenn ich da jetzt nochmal... Nee, da geht's zurück und da liegt auch nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Und auf der Lava möchte ich die jetzt ehrlich gesagt auch nicht bekämpfen. Ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen außen rum. Und gucken uns das von der Ferne noch weiter an. Ja, ist ja krass, dieses Gebiet. Also... Naja, gehen wir mal weiter. Da sehe ich was liegen. Da hinten sehe ich auch noch irgendwas sich bewegen. Ach komm. Gibt's ja keine normalen Gegner in meiner Größe? Hallo? So, ich vermute mal, ich befürchte, da bewegt sich gleich was auf mich zu, oder? Noch sind sie relativ friedlich. So, was hat's denn damit auf sich? Kann ich da irgendwie rein? Ich weiß halt nicht. Boah, guckt euch die Viecher an, hey. Also, da kriegt man doch echt ein bisschen Muffesaus, mal ehrlich. So, da liegt ein Item, das holen wir uns jetzt aber auf jeden Fall mal. Eine Seele. Okay, das war jetzt nichts Besonderes. Ja, wo soll man hin, ne? Komm, gehen wir einfach genau ein bisschen durch die Lava. Gehen wir mal da lang. Ach, da komme ich gar nicht hoch, okay. Da komme ich nicht hoch. Ich könnte höchstens da vielleicht. Nee, geht gar nichts. Aber hier müsste es gehen. Nee, ich komme überhaupt nirgends hier hoch. Das ist ja... Hallo? Na gut, ist jetzt nicht so schlimm, wir können... Ach komm, also da müsst ihr doch jetzt wieder hochkommen, ja, hallo? Er springt auch nicht, also... Oh Mann. Ja, wo soll ich hin? Hilfe! Ja, ich muss mich auch gleich heilen, wenn das so weitergeht. Aber erst muss ich mal... Da hinten müsste ich doch wieder drauf kommen, oder? Nee, er springt einfach nicht, verdammt. Oh, irgendwas stampft. Irgendwas kommt schnell weg. Ich will jetzt erstmal von der Lava raus. Das nervt mich nämlich. Und dann gucke ich mal, was da kommt. Boah, Mama! Wo ist er denn? Boah! Okay, hallo. Okay, er kriegt schon mal Schaden. Das ist gut.
Ist das nicht das gleiche Vieh? Zumindest sehen die ein bisschen ähnlich aus wie die... Das Vieh, das mir in der gemalten Welt den... Ja, ihr wisst schon, den Platz versperrt hat, aber da war es noch relativ inaktiv. Könnte sein, ne? So, auf jeden Fall sind auch die zu töten. 2000 Seelen geben sie. Okay. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier in der Nähe auch schon einen weiteren... ein weiteres Leuchtfeuer gibt hier irgendwo in diesem riesigen Gebiet. Aber das erstmal finden. Vielleicht da drinnen. Ach, jetzt kommen erst wieder die Viecher. Die mag ich ja. Die sind mir sympathisch. Die sind ein bisschen kleiner wie ich. Die sind trollig. Die sind ein bisschen dick. Die sind süß. So. Da steht noch einer. Ach nee, das ist wieder eine Statue. Der veräppelt mich wieder da. Stein hat das Ding. Ja, hier probiere ich mal. Nee, geht nix. Okay, könnte ja sein, irgendwo in so einem... Ja, wie nennt... Was soll man das sein? Eine Ruine, so... Altes Tempeldingens, keine Ahnung. Aber irgendwo geht... Ja, ich glaube da... Hä, der ist aber... Ist der nicht größer wie die anderen? Ich weiß jetzt gar nicht. Was ist denn... Oh, Mann, hast du mich erschrocken. Mann. Ich denke schon sonst was hier. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich mal den dicken, denn... Ja, jetzt kommt er eh. Aber wie ihr seht, die sind groß und sperrig, also irgendwie machen sie ja kaum was, mal ehrlich. Der hat sogar jetzt nur zweimal zwei Treffer gebraucht, den habe ich wohl besser getroffen. Dann wechsle ich jetzt zu meinem Seelenspeer. So. Oh Mann, sind das viel. Kann ich den anvisieren? Nee. Ich werde ihn dann mal anpullen. Suche ich zumindest. Also wenn ich den nicht treffe, weiß ich auch nicht. So, mein Freund, der kommt. Der springt. Wo springt er denn hin? Da ist er. So, komm, anvisieren, mein Freund. Treffer. Ja, ja, ist gut. Und das war's auch für ihn. Puh, zum Glück habe ich das abgeblockt, was er eben da gemacht hat. Ja, aber ihr seht's, groß, aber nicht unbedingt deswegen tausendmal gefährlicher, also... Ich denke, wenn man hier steht, ist man auch ein bisschen sicherer. Dann können die einem ja nicht so anspringen wie auf dem weiten Feld hier, ne? Denk ich mal. So, da hinten ist noch so eine Dings. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Aber wir gucken uns erst... Ah ja, hier geht's rein. Und da ist eventuell eine Kiste. Da gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Eine bedeutende Heldenseele. Schön. Okay. So. Ich trau den Dingern einfach nicht. Ich kann es nicht lassen. Okay, gut. Ich glaube, hier haben wir dann alles. Haben wir das Ding einmal umrundet. Boah, ich muss echt hier ein bisschen an, auf meine Orientierung aufpassen. Ihr wisst, das ist nicht meine Stärke. Wo gehe ich als nächstes hin? Ich würde mal sagen, da hinten hin. Da könnte ich ja auch wieder den Weg da nach oben nehmen. So, gucken wir mal. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob die... da auf mich aufmerksam werden. Naja, mal gucken. So. Mal gucken, ob wir hier ungestört hochkommen. Wäre nämlich uncool, wenn die mich hier angreifen könnten. Dann würden die mich wahrscheinlich auch runterstoßen und so ein Mist. Also ich sollte schon gucken, dass ich da dieses... Wenn ich da überhaupt hochkomme. Das geht ja ganz schön steil jetzt nach oben. Doch, es sieht gut aus. Aha. Okay, sehr schön. Jetzt sind wir da. Gut. Läuft doch. Ich will nicht wissen, was ich hier alles gerade übersehe. Hey, also ich... Eigentlich möchte ich auch all die Viecher killen, ganz ehrlich. Aber da müsste ich zuerst mal das Leuchtfeuerchen finden. So, was kriegen wir denn da? Doppelmenschlichkeit. Ja, sehr nett. Mann. Ja, es ist ein krasses Gebiet. Also jetzt... Na gut, jetzt muss ich wieder runterschlappen. Ich habe keinen Bock auf den Fall Damage. Aber das geht ja relativ zügig. Ich könnte ja theoretisch, weiß nicht. Ja, aua. Ja, ich habe keinen Bock auf Fall Damage, ne? Mhm. Ist sowas von keinen Bock drauf. Naja. Boah. Freund. Bleib in der Lava. So. Okay, gucken wir mal nochmal, ob hier irgendwo was reingeht. Vielleicht von der anderen Seite noch gucken.
Der könnte mir zu nahe kommen. Den werde ich jetzt erstmal wieder killen hier. Schießen wir ihn in den Allerwertesten. Ja, da wäre ich auch stinkig. Aber bis der sich umdreht... Hä? Der dreht sich gar nicht. Ist er zu groß, dass er sich umdreht oder was? Hallo? Ich habe dich gerade angeschossen. Okay, jetzt. Okay, ein Treffer, denke ich, hoffe ich. Na komm. Jawohl, sehr schön. Ich sehe zwar nichts, also... Wir haben da echt... Ja, die so groß sind. Man sieht einfach nichts, was man da macht. Aber... Es funktioniert bisher. Das ist schön. Ja, was nicht so schön ist, ist, dass jetzt meine Magie schon bald wieder den Geist aufgibt. Ich hoffe ja, dass ich bald das Leuchtfeuerchen finde. Irgendwo da war eins, das weiß ich gar nicht. Oh, ach so, ein kleiner. So. Okay, so, hier geht's anscheinend eh nicht rein. Ich teste das lieber nochmal. So. Ja. Ja, ich weiß halt nicht mehr... So, war da hinten, da war ich anscheinend auch noch nicht. Also, ich hoffe, ich komme da jetzt nicht durcheinander. Aber, hey, da liegt ein Item, oder? Warte mal, da... Oh, da hinten, der beschützt ganz viele Items, sehe ich gerade. Der wird mich dann schon ein bisschen reizen, gebe ich zu. Auch wenn er auf dem weiten Feld ist. Komm, das machen wir jetzt. Ah, oh, Mann, das... Oh, ich weiß nicht, ob das gut geht. Naja, komm. Muss ich auch mal was trauen hier. Ab aufs weite Feld. Anvisieren. Okay. Und er ist tuck. Sehr schön. Jetzt können wir uns Items schnappen. Ich hoffe, das geht gut. Hä? Wo sind sie denn jetzt? Bin ich blind? Aber doch. Moment. Weil auch alles so grell ist hier. Da fliegt man nichts. Ich habe doch von der Ferne Items gesehen. Ah ja, da. Jetzt sehe ich sie wieder. Bisschen versteckt da durch die Äste. Aber, hä, wie komme ich denn da hin? Warte mal. Komm ich da irgendwie drüber? Hallo? Da liegen Items. Ich will die Items haben. Moment. Auf der anderen Seite vielleicht. Ah, ich bin ja gleich tot. Ach ja. Schön. Nee, da komme ich nicht so einfach ran anscheinend. Obwohl, doch da. Da müsste ich durchpassen, oder? Endlich. So, bin ich mal gespannt. Jemals geholt habe, die Items früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe, es lohnt sich. So, mal gucken. Göttlicher Segen und... Göttlicher Segen. Na gut, das war jetzt nicht so tolle. Aber egal, jetzt möchte ich mal wieder raus aus dem Gesöff. Der Sound ist auch so laut. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Und ich muss mich gleich wieder heilen. So. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich den ganzen Part damit verbringen, diese Riesenviecher zu killen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das mache, aber eigentlich ist es ja immer von Vorteil, wenn man das macht. Vor allem, wenn sie halt einmalig sind. Oh, Mann, endlich Ruhe, also das ist ja extremst. So. Jetzt war ich schon da... Ich glaube, ich war da drüben noch nicht, sonst hätte ich den Typ doch gekillt, oder? Bin mir jetzt ein bisschen unschlüssig, aber von wo kam ich denn? Ach, verdammt. Ah, das ist nichts für meine Orientierung. Nee, das ist gar nichts. Okay, ich muss einfach nochmal hinrennen, sonst frage ich mich das tausendfach. Wir werden jetzt den Typ killen. Den Dicken da. Dann gucken wir mal. Eieiei, diesmal hat er mich getroffen, der Babsack. Hallo? Da brenne ich ganz schön. Oh, block dich. Okay. Verdammt, jetzt treffe ich ihn kaum. Soll denn der Mist? Oh, er kommt. Komm, jetzt trefft das Vieh mal. Jawohl. Oh, es reicht sogar eins. Sehr schön. Aber ich glaube, da stampft dann noch einer auf mich? Nee. Okay. Dann ist er erstmal wieder da raus, Mensch. Boah. Was für eine nervige Suppe, mal ehrlich. So, wenn ich jetzt nicht bald mein Leuchtfeuerchen finde, habe ich keine Magie mehr, Freunde. Und dann sieht es übel aus. Ganz, ganz übel sieht es dann aus. So, da war ich nämlich doch. Mhm, okay. Ja, eigentlich immer da lang, wo noch Gegner sind, ne? Da müsste es ja weitergehen, aber wo könnte das Leuchtfeuerchen sein? Ich gucke jetzt nochmal da hinten. Wow, wie man auch nur den Schatten sieht da von dem Vieh. Das ist ja ekelhaft, hey.
So, und da war ich anscheinend auch noch gar nicht. Aber da hinten sieht es so aus, als wäre da ein Durchgang, oder? Ja, ich weiß nicht. Zu dunkel da hinten, das sehe ich kaum. Ich meine, mein Gott, zur Not sterbe ich halt. Das ist jetzt auch nicht die Welt, was ich bisher geleistet habe. Aber... ja, ich bin jetzt gerade absolut unschlüssig, wo es weitergeht hier. Und traue mich an den Gegner nicht ran. So, da hinten war ich. Wir gucken uns nochmal... ich gehe nochmal auf die andere Seite. Ihr könnt ja vorspulen, wenn euch das jetzt ein bisschen anödet. Aber ich muss da halt ganz genau jetzt gucken. Nee, da hinten geht nichts, oder? Da? Nee. Da hinten sehe ich irgendwas Seltsames. Ist aber auch keine Öffnung an der Wand, nee. Ja, und da bin ich ja hergekommen, ne? Genau, da bin ich ja die Wurzel entlang. Okay, dann würde ich mal sagen... ja, es hilft nichts, ich muss mich umgucken. Ich muss hin. Es hilft alles nichts. Ich kann hier keinen Weichei-Mode machen. Okay, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Guck mir nochmal da hinter dem Gebäude das an. Ob ich da nicht vielleicht was sehe. Und dann probiere ich einfach mal rum. Irgendwo geht's weiter, definitiv. Uah. Ach, passe ich da durch? Ach komm. Ach, jetzt hänge ich da rum, hey. So. Ja, da hinten könnte es weitergehen, rein theoretisch, aber... ich weiß es nicht mehr. Vielleicht auch da. Ich muss gucken gehen. Wir gehen jetzt gucken. Fertig. Oh, Mann, es sind so viele aber auch. Schauen wir mal. Das sind gleich zwei. Ne, sogar drei. Machen die was? Was machen die da hinten überhaupt? Ich weiß es nicht. Wir killen jetzt den mal. Wir killen jetzt einfach mal den. Na, verdammt. Mit was denn? nicht getroffen, toll. Aber ich hab... was habe ich denn noch? Nicht mehr viel. Verdammt. Ich hab noch meinen Drachenhauch. Keine Ahnung, ob der hier was bringt. Eher nicht, ne? Gut, dann könnten wir es ja auch mal spaßeshalber... boah, was mache ich? Was macht er denn? Bist du? Okay. Ich sehe nichts, hallo. Ich versuche einfach mal zu piesacken da. Das zieht eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, hör auf, ich muss... oh, jetzt ist es passiert. nee. Okay, ich glaube, ja, doch eher mit dem normalen Stab, dass ich mehr Magie habe. Fast besser, oder? Aber gut, wenn ich dann das Doppelte verbrate, kommt es wieder aufs Gleiche hinaus. Ich weiß halt nicht. Das ist so eine Sache. Ja, ich glaube, ich werde mal wechseln. Es sind doch relativ viele, mehr als ich gedacht habe. Wir wechseln dann doch mal zum Beschleuniger des Zauberers mal wieder. Entfernen das mal schnell. Und wie ich sehe, habe ich hier nur 5. Das reicht mir nicht. Ja, kann ich gleich nochmal... die Doppelmenschlichkeit reinmachen. Fressen wir die mal schnell. Ärgerlich, warum habe ich denn da das letzte Mal nicht dran gedacht? Hätte ich eigentlich machen können, als ich noch menschlich war. Jetzt ist es zu spät. Jetzt muss ich wieder 2 verbraten und wir entfachen das Ding mal. So. Menschlichkeit. Yay. Und bitte entfachen. So. Ja, ich habe es euch ja gesagt, Freunde. Es wird jetzt kniffliger, es wird schwieriger. Somit wird es natürlich auch langwieriger. Das kann ich leider nicht ändern hier. Das ist halt nicht einfach. So, aber wir haben jetzt das Doppelte an dem Zeug. Und mal gucken, wie lange wir damit auskommen. Ich hoffe ja jetzt wirklich, dass die auch wirklich tot sind. Nicht, dass sie das mit dem Patch geändert haben. Mal gucken. Der Anfang war ja noch ruhig. Und vielleicht habe ich das jetzt auch irgendwie besser im Auge, von wo ich gekommen bin, wo es weitergehen könnte. Und wir finden da relativ flott weiter. Ich möchte ehrlich gesagt dieses Gebiet jetzt nicht cleanen. Das wird so lange dauern. Da würde ich vielleicht 2 Parts dafür brauchen. Wenn ich jetzt alleine zocken würde, dann würde ich das wahrscheinlich in Angriff nehmen. Das habe ich damals auch, glaube ich. Also ich schätze mal da hinten, da in dieses große Türmchen. Vielleicht kann man da irgendwie hinkommen. Mal gucken. Wir versuchen jetzt einfach immer uns gerade auszuhalten. Wie war das jetzt eigentlich? Sind die Viecher jetzt wiedergeboren? Oder habe ich die schon mal gekillt? Oder waren das alte? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Naja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ich werde mal versuchen, den Weg auf den Wurzeln weiterzunehmen.
hier hatte ich ja noch keinen Feindkontakt, oder? Da kam... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also wenn die immer wieder kommen, dann würde ich das recht nicht machen wollen. Ich möchte hier irgendwie weiterkommen jetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Mal gucken. Es sind so viele einfach. Wenn von diesen 15 Dingern jetzt zwei fehlen, ja, keine Ahnung, welche zwei. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, den Rand abzuchecken. Dann muss ich ja den richtigen Weg irgendwann finden. Das ist ein Plan. Natürlich muss ich währenddessen töten. Ich werde jetzt mich einfach mal hier freikämpfen. So, habe ich jetzt schon... Ah ja, okay, jetzt habe ich gewechselt. So, Freund. Bitte nicht springen, wenn ich auf dich ziele. Ja, stampfen darfst du. Vor allem, wenn ich ausweiche. So, wie viel braucht er denn jetzt? Ja, drei Stück. Okay, das geht noch. Eigentlich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt das Doppelte habe oder nicht. So, gucken wir jetzt mal am Rand hier. Irgendwo geht's weiter, definitiv. Kann ich da hoch? Nee. Ah, jetzt hänge ich an dieser blöden Wurzel. Komm, renn drüber. Danke. So. Okay, hier ist nix. Aber vielleicht da hinten, wenn ich da irgendwie hinkomme. Oh, da ist ja noch ein großer. Ja, komm, dann kill... Na, oder? Wenn er sich nicht bewegt, warum soll ich ihn killen? Na, jetzt sieht er mich. Okay. Komm. Ja, schön geblockt hier. Sehr gut. So, und der ist auch Geschichte. Wenn ich es nicht auf Anhieb finde, dann cleanen wir halt doch das Gebiet. Was soll's? Schauen wir mal. So. Irgendwie da links, da... Meine Güte, das Geräusch macht mich wahnsinnig. Da ist ja einer. Ui. Was war das? Was zur Hölle war das eben? Hat irgendwie mit seinem Schwanz ausgeholt hier. Also... Ja gut, ich war nicht voll geheilt wegen dem verdammten Lavaschaden. Das geht ja... Irgendwann auch auf den Keks. Aber was soll's. Jetzt gucke ich mal... Jetzt werde ich nochmal den gleichen Weg ablaufen. Und wir gucken mal... Ob die jetzt wirklich tot sind. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich habe ja von links rum habe ich gekillt hier. Und das wissen wir jetzt gleich besser. Ich bin mal gespannt. Wenn die nämlich tot bleiben, dann ist mir das egal, wie oft ich sterbe. Weil die bleiben tot. Und ich nicht. Ich komme immer wieder, Freunde. Bis ich das Spiel durch habe. So viel ist schon mal sicher. So, denn in der Mitte ist klar. Das weiß ich. Ist klar. Ja, irgendwann habe ich sie dann doch alle gecleant. Was soll's. Vielleicht kommt das dann wirklich auch als optionale Folge. Soll ich die da nennen? Keine Ahnung. Demon Slayer oder irgend sowas. Was weiß ich. Weiß gar nicht. Sind das, das sieht echt wie so Dinosaurier aus. So skelettierte Tyrannosaurus-Viecher. Hm. So, jetzt gehen wir aber nochmal gucken. Ich bleibe jetzt am Rand wie das letzte Mal und gucken mal, ob die jetzt tot sind. Das sieht nämlich gut aus. Die waren doch hier, oder? Ich meine, die waren hier. Das heißt, die kommen nicht wieder. Das ist doch schön. Das ist sehr schön. Gut, dann gehen wir wieder darüber. Mit dem Typen, der mich gekillt hat. Der große Schwarze da. Nett, dass er mir auch schon auffällt. Stand der eben auf dem Ast? Oh, ich muss mich heilen, sonst passiert das gleich wie eben. Oh, wo ist er denn? Boah. Ich ihn halt auch nicht anvisieren kann so richtig. Er ist fast zu groß dafür. So, jetzt macht er wieder seinen Sprung. Ich hoffe, es macht Spaß, Freund. So. Das ist auch Geschichte. Und ja, da hinten... Ah, so viel. Es sind so unmenschlich viel von diesen Viechern. So, bis du dich umgedreht hast, mein Freund, habe ich dich down. Muss auch mal sein. Wir... schaffen uns langsam aber sicher unseren Weg. Ich werde jetzt zum Kristallzähnenspeer wechseln. Und der Nächste muss dran glauben, wenn ich ihn anvisiert bekomme. Hallo. Wow, dieser Schwanz-Ausholschlag, der ist kriminell. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Halt dich doch. Alter. Ja, jetzt hänge ich auch noch in dieser Wurzel drin. Toll.
Mann, oh Mann, das war knapp. Weil ich diesen verdammten Wurzel auch noch gehangen habe. Ärgerlich. Aber egal, wir cleanen das jetzt. Ich kill auch noch den. Kein Bock auf dich, mein Freund. Und tschüss. Nein! Aber er ist tot. Meine Fresse. Was sind das für Mistviecher, mal ehrlich. So, weiter. Ich check das jetzt alles durch hier. Ihr könnt mich mal. Ich wollte euch nicht cleanen, aber ihr wollt es ja nicht anders. So, das da hinten sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr interessant aus hier. Kommt einer auf mich zu? Nee. Oh, Leute. Erstmal ein bisschen Ruhe. Oh, das geht auf die Nerven, ganz ehrlich. Eigentlich sind es keine Dinosaurier. Diese Köpfe sehen ja komplett anders aus. Keine Ahnung, was das darstellen soll. So. Das sieht doch interessant aus. Wir werden uns gleich da hinten mal umgucken, ob da irgendwas ist. Aber wir können auch die Wurzel hoch. Das sieht sehr vielversprechend aus, diese Wurzel. Ich glaube, wir gucken erstmal da hinten, ob da irgendwas noch liegt oder so. Ja, toll. Ich könnte da rechts rum. Da sind wieder noch mehr Gegner. Nee, nee, nee. Ich will jetzt erstmal gucken. Wir gehen erstmal den Wurzelweg. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist ein bisschen heiß hier. Doch. Ja, definitiv. So, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir da jetzt weiter nach oben gehen, das sieht verdammt gut aus. Ich vermisse allerdings noch ein Leuchtfeuerchen. Also entweder kommt so ein Gebiet wie das da nochmal. Hätte ich nicht so Lust drauf, ganz ehrlich. Oder... Nee, jetzt kommt... so ein Gebiet kommt nicht nochmal. Dann muss ich ein Leuchtfeuer übersehen haben, ganz ehrlich. Und ich meine, es ist relativ in der Nähe dieser Wurzel. Das heißt, es könnte in diesem Gebäude da hinten sein. Ich bild mir zwar ein, dass ich dort schon war. Aber wir gehen jetzt nochmal gucken, weil Leuchtfeuer wichtig und so, ne? Hab keinen Bock, immer wieder diesen langen Weg zu nehmen. Oder war es da hinten vielleicht drin? Genau, das habe ich mir auch noch nicht genau angeguckt. Wir gucken jetzt nochmal. Wir cleanen jetzt das auch noch hier. Ich habe keinen Bock, hier lang rumfuchteln zu müssen. Das kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Ich bin mir sicher, ich muss mich da hinten nochmal umgucken. Da muss ein Leuchtfeuer sein. Ich bin mir eigentlich sicher. So, einen Verfolger habe ich nicht. Wusste ich doch. Wusste ich doch, dass da eins versteckt ist. So. Weil das ist natürlich, ja, sehr angenehm. Jetzt haben wir es deutlich kürzer, Freunde. Und so langsam aber sicher kommen wir in diesem riesigen Gebiet auch dem Ende entgegen. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich jetzt noch ein bisschen clean oder mich umgucken oder soll ich euch was zeigen? Das ist jetzt so eine Sache. Wir machen Folgendes. Wir werden ja jetzt noch eine Viertelstunde spielen. In der zeige ich Content sozusagen. Und ich werde dann diesmal ausnahmsweise noch eine Viertelstunde dranhängen, wie ich einfach das Gebiet hier ein bisschen cleane. Wobei, warte mal. Cleane? Habe ich die nicht schon getötet? Ich weiß halt. Nee, ich glaube nicht, dass ich die getötet habe. So, Moment noch. Moment, Moment. Ich muss mir auch den Weg immer merken, wie ich da rennen muss. Also immer da an dieses Ding daran, ne? Habe ich die nicht gekillt? Naja, ich kann mir sowas immer so scheiße merken. So, dann die Wurzel hoch. Das war ja die, ne? Das war ja die Wurzel. Ne, ich glaube, die Gekleinten sind wirklich tot. Da am Rand, da waren doch ein Haufen, oder? Ja, ich denke schon. Genau, also wir spielen jetzt noch eine Viertelstunde. Dann können die Leute, die keinen Bock haben... ich hätte eigentlich darum rennen können. Na, egal. Die keinen Bock auf Optionales haben, die können dann abschalten. Die Leute, die alles sehen wollen von Dark Souls, die können auch sehen, wie ich dieses Gebiet ein bisschen säubere. Genau so machen wir es. Und es wird nicht nur heute etwas länger für euch. Ich kann es euch schon mal sagen, der Podcast zu Dark Souls ist abgedreht. Es werden zwei Folgen und die erste Folge wird diese Woche noch kommen. Freut euch drauf, es war eine sehr, sehr schöne Runde mit Ruga. Hat mir Spaß gemacht, drüber zu reden. So, neues Gebiet, sozusagen. Nicht mehr ganz so feurig wie die ganze Zeit. Aber die möchten uns noch einheizen. Oh, ja, und das machen sie auch.
Mann, oh Mann. So, gucken wir mal da hinten noch ein bisschen. Da ist nichts mehr, okay. Komm, hüpf mal. Ach, Depp. Dass er halt nicht über diese Wurzeln steigen kann. Jetzt muss ich wieder da außen rumrennen. Mensch! Du Honk. So. Ja, super. Was ist denn das für eine Party da hinten? Ich bin begeistert, wirklich. Aber gut, so, allzu viel Respekt habe ich vor denen jetzt ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, sie kommen alle auf einmal. Muss lieber schnell killen. Ja, ist mir klar, dass du jetzt Feuer spuckst. Ist gut. Beruhig dich. So. Was war... Was ist mit dem da oben? Das sieht ja lustig aus. Der fällt gleich runter. Ja gut, ich sollte mich auf den da unten konzentrieren. Das ist eigentlich eine interessante Frage, mein Freund. Wie kommt man denn da hoch? Da liegt nämlich ein Item. Hm. Naja, vielleicht finden wir das noch raus. So, da könnten wir durch. Check mal das hier. Nee, da ist nix. Okay. Na? Alter, hört ihr das? Das ist doch... Boah, Mann. Wer macht denn das? Oh! Sag mal, wie schaffen die das immer? Irgendwie hinter mich zu gelangen. Das gibt's ja wohl nicht. Naja, gut. Aber dieses Geräusch macht einem echt Angst. Ich weiß gar nicht, machen die das Geräusch oder ist da noch was anderes? Bisschen gruselig ist das schon. ja, gut. Ja, kommt mal her, ihr Dicken. Oh Mann, das sind ein bisschen viel, oder? Ist jetzt gut, hey. Alter, ich piek's einfach vor mich hin. Oh Mann. Ja, ihr Feuerschaden, also die sind ja schon ein bisschen schwach, also muss man zugeben. Gegen die sind wir ganz gut gewappnet. So, was ist das hier drin? Gibt's hier keine Items, gar nichts in diesem Tunnel? Nee, ich glaube, hier gibt's nichts, ne? Okay, raus hier. Denn da hinten stehen noch mehr Kameraden. Juhu! Mann, oh Mann, oh Mann. Also das ist ja wirklich auch eines der größten Gebiete. Wenn man sich jetzt überlegt, wie lange ich da jetzt schon rumstiefle. Da war ja, was weiß ich, Neulondo war ja ein Klacks dagegen. So, du bist wieder eine Statue, eine dicke. Und hier ist... nix. Okay, aber da liegt was. Schon wieder eine Seele. Also wenn das so weitergeht mit den Seelen, ich habe ja ein bisschen prognostiziert, Level 102 oder so. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen höher. Also wie gesagt, ich peile ja nicht unbedingt noch ein höheres Level an, aber ich nehme es halt, ne? Was man kriegt, das nimmt man. So, oh, was ist denn das? Sieht irgendwie seltsam aus und hässlich. Aber ich schätze, ich muss da hoch. Gibt keinen anderen Weg. Ich kann hier auch keine Wurzeln nehmen oder so, ne? Habe ich da schon meinen Peaks-Test gemacht? Komme ich gar nicht hin, okay. Gut, ja, dann gucken wir uns das Vieh mal an. Ich will gar nicht wissen, was das kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir sind am Ende relativ nahe, glaube ich. Wobei es hier auch noch relativ große optionale Wege gibt, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten werde. So, es hat zum Glück nicht getroffen. Keine Ahnung, was das macht. Hey, ich muss aufpassen. Das war irgendwie so eine schwarze Gülle. Nicht, dass sie verfluchen. Oh ja, das wäre nicht gut. Ich glaube, wenn ich das nochmal sehe, mache ich die lieber aus der Ferne. Kein Bock auf den Fluch jetzt. Okay. So. Wobei, wenn ich jetzt wirklich so weit vorauskomme, ich weiß nicht, ob ich dann die Viecher wirklich noch kille, ob ich da noch eine Viertelstunde dranhänge, muss ich den ganzen Weg ja nochmal stiefeln. Die Gegner hier, die kommen natürlich immer wieder, ist klar. Oh Mann, das sieht schon krass aus. Ja, wo gehen wir hin? Ich gehe mal da lang. Wer bist denn du? Muss man dich kennen? Keine Ahnung, wer das jetzt war. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und er hat für uns den Isalit-Beschleuniger. Ohoho. Das gucken wir uns mal schnell an. Hier ist doch sicher ein Moment, oder? Ich guck lieber nochmal. Nein, da kommt nix. Okay.
Da kommt einfach einer auf uns zugestiefelt und gibt uns einen neuen Zauberstab. Jetzt bin ich mal gespannt. Also im Vergleich zu unserem alten, 226. Und jetzt? Moment. Ah, 226, 226. Die Robustheit ist deutlich besser. Aber sonst sehe ich keinen Unterschied. Okay. Ja gut, ja, Robustheit ist halt besser. Also warum nicht? Dann nehmen wir es halt, ne? So, das geht raus. Ja, warum nicht? Ja, Freunde. Hier würde es, wenn ich mich nicht irre, zum letzten Boss gehen. Ja, definitiv. Also zum Boss in diesem Areal, ne? Also einer der Fürsten. Aber den werden wir in diesem und ich kann es noch nicht mal versprechen, ob wir ihn im nächsten Part sehen werden, denn wir gucken uns erst den Rest noch an. Also wenn ihr euch jetzt auf den Endfight freut, da müsst ihr euch leider noch etwas gedulden. Denn wir gucken uns alles an und dich wollte ich ja... Warte mal, was ist mein billigstes? Was ist denn eigentlich das billigste? Ja, eigentlich meine stinknormale Seelenmasse. So. Mache ich dich lieber so. Ach, jetzt lebt er auch noch. So. Aber eigentlich sind sie harmlos, ne? Bis die mal was machen. Okay. Und wir bekommen die Chaos-Feuerpeitsche für den Pyro. Okay. Oder Pyro. Yo. Schön. Gibt's hier noch etwas? Kann ich hier durch? Nein, geht nix. Okay, sieht aber so aus als... nee, hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, der Endgegner. Ich freue mich gar nicht auf ihn. Es ist nämlich ein Boss der etwas anderen Art. Für viele ist er sehr, sehr einfach. Fast schon zu einfach. Ich habe irgendwie so meinen Respekt vor ihm. Ich weiß auch nicht. Gut, vielleicht ändert sich das jetzt auch, weil ich weiß, wie er geht. Aber naja, mal gucken. Ja, hier können wir weiter lunzen und so, ne? Und das machen wir jetzt auch. Hallo! Eigentlich wollte ich schön mit einer Stutzattacke, aber du hängst da auch irgendwie, merke ich gerade. Aber ich habe kein Mitleid mit dir. So. Ja, der lebt ja noch. Penner. So. Ja, die Viecher sind lustig. So, da ist sonst nichts mehr. Da kann ich auch nichts machen. Jo, dann weiter. Bam, bam. Und der nächste, bitte. So, da hinten. Okay, da gucken wir mal gleich. Aber ach, da ist er noch. Alter, wie schafft ihr das? Bin ich so unaufmerksam oder seid ihr so clever? Ich weiß es nicht. Ja, Gott, jetzt... Wohin? Wohin, verdammt nochmal? Es gibt eine richtig fette Kreuzung. Okay, ich glaube, hier ist aber sonst nichts mehr außer der Typ. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, da könnte man entweder da rein... Oh, ich glaube, wir gehen da rein, wenn ich mich recht erinnere. Ihr erinnert euch vielleicht... an den letzten Part, oder was? Ist es schon wieder zwei Parts her? Ne, ich glaube, es dürfte noch der letzte sein. Meine Abkürzung! Ja, jetzt wisst ihr, wo man rauskommt, wenn man die Abkürzung benutzt. Und, ja gut. Abkürzung ist relativ. Denn wie ich schon sagte, der Typ kommt ja immer wieder, der da hinten. Also, eine wirkliche Abkürzung ist es nicht. Es sei denn, ihr habt Bock drauf, den immer und immer wieder zu killen. Ich hingegen werde ihn jetzt nur einmal machen, der Vollständigkeit halber. Ich glaube, ich habe es nicht vor, mit dem Charakter Dämonen-Titanie zu farmen. Ich habe ja meine Waffe schon auf plus 5. Ja, du mich auch. Aber einmal wird er natürlich gemacht. Oder macht er mich, das werden wir gleich wissen. Hör doch mal auf mit dieser Springerei hier, das ist total kindisch. Aua. Es wäre jetzt auch kindisch, mich zu töten. Deswegen heile ich mich mal lieber. Der hält aber einiges aus. Ich glaube, ich versuche den mal mit dem Nahkampf hier. Der ist ja sehr robust. Oh,
Ach du Kacke, mache ich dem wenig Schaden. Was ist denn mit dem los? Ich glaube, ich wechsle doch mal lieber auf die Kristallseelensperre. So. Oh, jetzt macht er Magie. Oh, die ist mir relativ egal. Alter, ist der hartnäckig. Ich glaube, den haben sie extra schwer gemacht, weil er eben immer wieder kommt. Alter. So, den Rest kriegst du jetzt so aufs Maul. Boah. Stirb, stirb, stirb! Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gleich zweimal Dämonen Titanit und 5000 Seelen. Da merkt man schon, das ist ja, eine harte Nummer. So, wir gucken mal schnell da hinten, ob da noch was lag. Da leuchtet doch was, oder? Sieht das nur so aus? Da ist doch irgendwas am Leuchten hier. Aber ganz gewaltig. Ah, das ist so eine Kristallechse. Cool. Ja, die rennt jetzt bestimmt weg hier. Ich bin immer so ein Talent, die zu verpassen. Ja, macht aber nichts. Was waren das? Ach ja, das sind ja diese kleinen. Diese kleinen Viecher, dies. Irgendwie hätte man die auch killen müssen, bevor man den Ritter anspricht. Aber wie gesagt, der Ritter war ja gar nicht am Leuchtfeuer. Also hat man das vergeigt. So, vergeigen tue ich aber nicht dieses Kristallwesen. Das werden wir uns jetzt schnell holen mit dem altbewährten Trick. Ja, Freunde, ich werde das Optionale... Ihr werdet ja merken, ob ich noch was Optionales dranhänge. Ich werde jetzt gleich nahtlos mit dem nächsten Part weitermachen. Oh, genau, 47 Stunden. Schick, also fast genau. Ich werde gleich mit dem nächsten Part weitermachen, aber sobald ich sterbe, werde ich das Optionale dranhängen. Also, ja, ihr wisst sicher, wie ich es meine. Ihr seht es ja dann. Das heißt, für die, die nur die Story interessiert, geht es auch genau an der Stelle weiter, an der ich jetzt aufhöre. Sag mal, bin ich jetzt bekloppt? Ach, du Mistvieh! Nee, ich mach... Weißt du was? Ich mach das nochmal. Ach, komm. Kriegst du halt eine Magie. Und zwar die. So, bereite ich mich schon mal vor. Geh ein bisschen weg, damit ich noch die Magie wirken kann. Ja, ja, verlorenes Isalid, ich weiß schon. So, sorry, dass das jetzt ein bisschen dauert, aber... ja, ja. Perfektionistisch veranlagt eben. Ihr würdet es auch nicht liegen lassen. Die nimmt man mit, hey. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich es überhaupt nochmal brauche. Ob ich überhaupt nochmal was aufrüsten werde, keine Ahnung, aber... Jo. Ich wäre verrückt, wenn ich es nicht machen würde. So, mein Freund, jetzt... Nee, hopp, komm. Wieso haut denn das jetzt schon von mir ab, hey? Ey, das war jetzt... Also, das war jetzt eine ganz miese Tour. Mal ehrlich. Okay, jetzt verliere ich langsam die Lust. Ich werde es noch einmal versuchen, noch einmal probiere es. Ich gehe jetzt extra weit weg. Ich meine, es kostet mich jetzt auch Magie, das ärgert mich. So, also... Von da hinten, ja, also bitte. Mann! Ja, die meisten schalten jetzt wahrscheinlich eh schon ab, weil sie auf diesen Trash hier keinen Bock haben. Ah, na, was soll's, was soll's. Jetzt überziehen dafür ein bisschen. Es gleicht sich ja alles aus. Und es lädt auch verdammt schnell. Also wenn man einmal im Spiel war, lädt es ja echt schnell. Muss man sagen. Beim ersten Laden dauert es viel länger. Also wenn man das Spiel richtig startet. So. Jetzt mache ich das hier. Und jetzt renne ich auf das Vieh zu. Wenn es mich jetzt nochmal verarscht, dann lasse ich es eben. So wichtig ist es mir dann auch nicht. Komm. Ah, komm. Jetzt. Stirb. Boah, das war verdammt knapp. Ihr habt es ja gemerkt, ja? Wir bekommen auch einen roten Brocken und Funkeltitanit. Meine Fresse. Was für ein hartnäckiger Bug hier. Also, Bug im Sinne von Käfer, nicht Fehler. Yo, so, das haben wir jetzt erledigt. Wie gesagt, die Abkürzung habe ich euch ja schon mal gezeigt von der anderen Seite. Bringt jetzt nichts, die durchzustiefeln. Und wie gesagt, ist nicht wirklich eine Abkürzung. Allein halt mit dem Vieh, aber... Ja. Wobei, ist das wirklich der, der nachspawnen kann? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Muss er ja sein, oder? Weil eigentlich kann man den Typen doch auch so erreichen. Naja, ich weiß jetzt nicht genau. Ist auch egal, wir brauchen ihn eh nicht. Mehrfach. Ja, und das ist ein... Ja, schön, ne? Ein schöner Ausblick hier zu dem alten Gebiet. Dass ich sicher noch clean werde. Also wenn ich es jetzt doch nicht cleane in diesem Part, dann mache ich das noch. Also
dann im Optionalen. Ihr wisst ja, da kommt ja noch was Optionales auf uns zu. Yo, so, jetzt gehe ich gerade noch auf diese andere Seite, wo noch was liegt. Und man sieht, war da nicht noch ein Gegner eben? Ich habe schon Hallos, also eindeutig. Ach, Statue verwechselt. Ja, schon klar. Oh, 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 Mama, 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 Mama. Ja, Freunde, das wusste ich noch so ein bisschen, deswegen bin ich auch am Rand gelaufen. Was mir aber nichts bringt, denn ich hab's euch ja gesagt, ich möchte euch alles zeigen. Ich wollte jetzt eigentlich... Das Item ist auch runtergefallen, oder was? Ich seh's nicht mehr. Ja, das wusste ich noch in etwa, dass da was passiert. Man konnte es auch ein bisschen sehen, fand ich. Da war es irgendwie so... Naja, Freunde... lange Rede, kurzer Sinn. Guckt euch das an. Was sind das für Dinger, bitte? Oh, nee. Aber wisst ihr was? Wir gehen da runter, weil da liegen Items. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Dark Souls.